Ey, das hört gar nicht mehr auf mit den Münzen. Ich glaube, ich habe den Fund des Tages gemacht. Ein richtig großer. Die Dinger sind sogar richtig teuer. Freunde, ihr ahnt es schon, ich tue es jetzt auch mal, Magnetfischen. Und zwar hier an dieser Schaukel. Ja, das wird wahrscheinlich ein einmaliges Ding. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir jetzt einen Zweitkanal und da werden wir Magnetfischen gehen. Dort hinten liegt mein Rucksack und das ganze Zeug. Und ich habe auch den Magneten schon ausgepackt. Das ist der Beast-Magnet von Magneta, der stärkste Magnet, den man so kriegt auf dem Markt. Und ja, wie gesagt, hier ist so eine Schaukel und wir werden den jetzt mal ein paar Mal da reinschmeißen und gucken, ob irgendwer was verloren hat. Also seid gespannt bis zum ersten Fund und ja, das erste und letzte Magnetfischen-Video auf diesem Kanal. Viel Spaß. So, dann werden wir den jetzt mal reinschmeißen, den Kollegen, wa? Okay, ich werfe ihn erstmal nicht so weit. Ah. So. Erstmal muss ich mit der Schnur hier klarkommen. Also das ist das erste Mal, dass ich alleine Magnetfische. Ja, ich war schon mal mit Nils unterwegs. Das seht ihr auf seinem Kanal. Jetzt gucken wir einfach mal, ob ich hier alleine auch mal was finden kann. Das erste war schon mal nix. Okay, muss ich erstmal klarkommen. So, das Seil habe ich hier hinten befestigt, dass es mir nicht abhaut, der ganze Magnet. Oh, wir haben eine Münze gefunden. Mensch, nicht nur bei der Schatzsuche, sondern auch beim Magnetfischen. Das könnt ihr mal sehen hier. 1 Cent. Naja, immerhin etwas, oder? So. Also bis jetzt muss ich sagen, der See ist echt sauber. Kommt nicht viel hoch. Aber jetzt haben wir doch ein bisschen Müll. Oh! Und noch eine Münze, glaube ich. 2 Kronkorken und eine Münze. Ja, was ist das? Keine Ahnung. Ich blende euch ein Bild ein. Gucken, ob ich es ein bisschen sauber kriege, dann seht ihr das. Vielleicht 1 Cent oder 2. Ja, und 2 Kronkorken. Gut, Müll kommt in den Eimer. Zack. Und das kommt auch in den Eimer. Und weiter geht's. So, jetzt werde ich mal hier direkt unter dem Baumstamm gucken. Da bin ich im Sommer nämlich auch schon mal abgerutscht. Dabei kann man natürlich auch was verlieren. Aha, was habe ich gesagt? Oh, was ist das? Ah, ein Schlüsselring, aufgebogener. Na gut, wer auch immer den verloren hat. Okay, andere Seite auch nochmal. Ah, ich sehe schon was. Angelzubehör, ein Spinner. Der sieht noch richtig gut aus. Den kann ich auf jeden Fall noch benutzen. Cool. Ja, also ich muss sagen, die Stelle war nicht sonderlich ergiebig. Deswegen probieren wir jetzt mal generell diese Badestelle aus. Ich habe da hinten schon den Magnet festgemacht und wir werden hier reinschmeißen. Mal gucken, vielleicht liegt hier was Schönes drin. Okay. Ah, okay, Bierdeckel und wieder eine Münze. Aha, 5 Pfennig oder was? Cool, ey, die sieht dafür, dass sie da die ganze Zeit im Wasser lag, echt noch gut aus. Und ist glücklicherweise magnetisch. Haha, schon 3 Münzen heute, nicht schlecht. Und ein bisschen Müll.
Ah, Bierdeckel und noch eine Münze. Okay, ist das normal, dass man beim Magnetfischen so viele Münzen findet oder was? Cool. Sind das wieder 5 Pfennig? Ich sehe es gar nicht. Egal, ich kriege wie immer ein Bild. Nächster Wurf und wir haben schon wieder eine Münze. Sieht aus wie schon wieder so eine Pfennigmünze. Ja, glaub schon. Zack. Ey, cool, dass man damit alte Münzen findet, wusste ich nicht. Was haben wir hier noch so? Ein bisschen Müll. So Leute, nächste Münze. 1 Cent. Ja, klein Vieh macht auf, ist auch Mist, ne? Und natürlich, der obligatorische Bierdeckel darf nicht fehlen. Und da ist die nächste Münze. Ey, hätte ich gar nicht gedacht, dass man wirklich Münzen findet. Voll krass. Ist jetzt schon die 6. oder so. Oh, ziemlich cool. Mal gucken, wie viele es werden heute. Ich werde gleich nochmal den Standort wechseln. So, nächste Badestelle. Magnet ist schon drin. Mal gucken, was er rauszieht. Das ist einfach die nächste Münze. Schon wieder 5 Pfennig. Was haben die denn hier gemacht? Ihr denkt bestimmt, ich verarsche euch. Das ist immer die gleiche. Nein, das ist nicht. Guckt da. Das sind die anderen. Das sind Bierdeckel. Hier habe ich noch so ein Dreieck gefunden. Was nochmal das ist. Egal. Weiter geht's. Ey, das hört gar nicht mehr auf mit den Münzen. Noch eine Münze. Was haben wir hier noch? Was ist das? Das ist auch was. Obwohl, nee, das ist vielleicht ein kleiner Knopf. Und noch ein bisschen Müll. Ja. So, neue Stelle, neues Glück, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe den Fund des Tages gemacht. Ich stehe schön echt an hier. Das ist ein Wobbler, ein richtig großer. Die Dinger sind sogar richtig teuer. Als Angler weiß man sowas. Ja, nee, also der ist cool, der Fund. Und der ist auch noch brauchbar auf jeden Fall. Da freue ich mich. Und da ist das nächste Angelzubehör. Ein Spinner. Cool. Oh nein. Zum Glück habe ich Handschuhe an. Ratet mal, was wieder am Magneten klebt. Entweder das, ist das eine Münze? Weiß ich noch nicht, aber die hier auf jeden Fall. Nein. Da. 1 Pfennig. Unglaublich, ey, was hier jetzt rauskommt. 1990 steht, glaube ich, drauf. Ja, immerhin, ne? Ist da noch was dran? Nö, außer Müll, nichts. So, Freunde, das soll es auch schon gewesen sein mit dem kleinen Magnetfischen-Video mit dem The Beast Magneten von Magneta. Und ja, was haben wir gefunden? Also fangen wir mal mit dem Müll an hier. Ganz viele Bierdeckel, so ein Zeug. Wobei sich in Grenzen hielt der Müll, der See ist ziemlich sauber. Dann haben wir hier ein bisschen Angelzubehör, über den freue ich mich am meisten. Das ist ein Wobbler. Hier haben wir noch 1, 2 Spinner und einen Gummifisch. Und hier haben wir tatsächlich ein paar Münzen gefunden. Das ist doch cool. Pfennigmünzen, die sehen sogar noch ziemlich gut aus. Centmünzen, irgendwas Amerikanisches war glaube ich auch dabei. Was ist das hier? Ja, auch eine Pfennigmünze. Cool. Ja, also wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schaut unbedingt mal bei Gebrüder Lange Magnetfische vorbei. Das macht mein Bruder, da werde ich auch ab und zu dabei sein. Und ja, ansonsten schaut bei ihm vorbei, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder zum Sondeln geht.